Ja, war echt gut. Wir hatten wirklich sehr, sehr viel Respekt vor Wetzlar, denn sie sind eigentlich eine Mannschaft, die ja, gut eingespielt ist, wenige Fehler macht in dem Spiel, dem Gegner eigentlich wenig Bälle gibt. Aber wir haben, glaube ich, sie heute dahin gebracht, dass wir viele Ballgewinne hatten und haben auch gute Entscheidungen im Angriffsspiel getroffen. Haben am Anfang natürlich auch einen bärenstarken Katze hinten drin gehabt, der noch einige Freie weggenommen hat, was uns natürlich geholfen hat, dann auch wegzuziehen mit so einem Superstart. Nee, ich habe ja dann auch noch die 7 Meter abgegeben. Es war schon ein hartes Stück Arbeit, aber es war alles okay. Jeder kam auf seine Einsatzzeiten, und das ist wichtig in der Phase, in der wir uns befinden mit sehr, sehr vielen Spielen. Es gibt immer was zu beanstanden. Also normal. Wir haben auch 24 Gegentore gekriegt. Das heißt, haben wir schon mal per se 24 Firmen. Aber man sollte auch nicht vermessen sein. Du hast schon sicherlich recht. Zunächst einmal sind wir natürlich unglaublich glücklich gegen so eine starke Mannschaft wie gegen Wetzlar, ja, einen klaren Sieg eingefahren zu haben. Und das haben wir natürlich jetzt auch nicht geschenkt bekommen, sondern wir haben uns das erarbeitet. Er spielt mit viel Aufmerksamkeit in der Defensive auch die nötige Aggressivität ins Spiel gebracht. Tolle Torhüterleistung. Also das ist natürlich ein Spiel, das macht dem Trainer sehr, sehr viel Spaß. Das Halbzeitergebnis haben wir uns erarbeitet. Und um so etwas zu erleben, um so eine Halbzeitführung zu haben, da musst du viel in die Waagschale werfen. Und wenn du es dann nicht mehr machst, dann wirst du nicht so ein ähnliches Ergebnis generieren können. Und das habe ich Ihnen ganz einfach gesagt. Wir müssen diese Arbeit, diese wichtigen Schritte, das Sprechen, die Kommunikation, die Chancenauswertung, all das musst du auch in der zweiten Halbzeit rüberbringen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Sorgen, nachdem Wetzlar gleich 2 Tore gemacht hat. Aber dann habe ich schon gemerkt, dass die Mannschaft da ist und genau weiß, was sie zu tun hat. Ja, wir haben heute so wie seit langer, langer Zeit mehr, ich kann mich nicht daran erinnern, komplett den Start verschlafen. Es steht 1-7 und 2-9. Wir haben vorne die Bälle weggeworfen, sind dann frei an Katsigianis gescheitert, aber wir haben sogar auch noch mehr technische Fehler, sind gar nicht zum Abschluss gekommen. Ich glaube, von den ersten 9 Toren von den Rhein-Neckar-Löwen waren 7 Gegenstöße erste Welle. Ja, dann sind wir mal in die Positionsabwehr gekommen, die stand gut. Da ist allerdings kritisch anzumerken, dass wir, glaube ich, 4 Abpraller bekommen haben. Also wir haben 4-mal Bälle gehalten oder geblockt, aber die Abpraller sind immer bei den Rhein-Neckar-Löwen gelandet, auf Außen oder auch in der Mitte durch Jannik Kohlbacher. Wir haben uns dann auf 15-10 rangekämpft. Und da hat man dann gesehen, also dass wir, wenn wir dann die Möglichkeit hatten, dann nochmal näher ranzukommen, dass wir dann wieder einfache Fehler gemacht haben. 18-11 zur Halbzeit, das ist schon ein Brett. Dann sind wir gut rausgekommen. Wir haben uns nochmal viel vorgenommen. Verkürzen innerhalb von 2 Minuten, glaube ich, auf 18-13. Also haben wieder diesen 5 Tore Rückstand, holen auch die Abwehr. Und dann sind es eben auch erfahrene Spieler, die heute eigentlich durch die Bank weg komplett versagt haben, die dann also einfach ganz einfache Fehler machen, ich glaube 2-mal nacheinander. Und dann liegen wir wieder 7 hinten und ganz am Ende haben wir uns aufgegeben. Ja, es war noch eine Möglichkeit, einstellig zu schaffen, das ist eigentlich das, was man dann als Ziel noch setzen kann. Ich mache den vielen, vielen jungen Spielern, auch den neuen Spielern, alles Bundesliga-Neulinge, keinen Vorwurf. Ich fand zum Beispiel, dass einfach ein Lars Weißgerber, wenn er dann kommt, dann einfach nochmal gezeigt hat, was wir eigentlich wollen. Das hat er klasse gemacht, kalt von der Bank. Aber das war heute eigentlich nicht die Mannschaft, die ich kenne. Ich werde jetzt die Zeit nutzen bis zum nächsten Spiel. Ich muss hier Einzelgespräche führen, weil da auch irgendetwas ist im Hintergrund. Spieler sind in Verhandlungen. Ich bin daran ja nicht mehr beteiligt, weil ich nächste Saison hier nicht mehr Trainer sein werde. Aber da brauche ich jetzt, muss ich wissen, was da los ist. Und werde dort mit 2, 3 Spielern sprechen müssen, damit wir das klären. Weil das war heute nicht nur eine bisher auch schon in der gesamten Saison bärenstarke Rhein-Neckar-Löwen-Mannschaft, sondern wir waren heute selber unser größter Gegner. Und dafür bin ich lange genug im Geschäft. Das müssen wir sofort abstellen. Da brauchen wir sofort Klarheit, wem da was über die Leber gekrochen ist. Das müssen wir klären, damit wir
Die bisherige wirklich tolle Saison, 10 Punkte, sind für uns großartig, damit wir die nicht gefährden. Und das muss ich klären. Und das muss dann klar sein bis zum Stuttgart-Spiel.